herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute in Tokio unterwegs, zusammen mit dem Tobi. Hallo. Und machen Citybilder in der Stadt und ganz viel Weitwinkel. Und los geht's, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Let's go. Ja, man könnte meinen, wir ziehen ständig in Tokio um die Häuser, aber auch diese Videos gehen langsam dem Ende zu. Aber hier kommt nochmal ein besonderes Schmankerl. Ich mag den Hintergrund voll, oder? Ist voll schön, oder? Wir waren nämlich zusammen mit dem Tobi, aka mit Mr. Nippon, unterwegs in der nächtlichen Stadt und haben da einfach die Glanzlichter der Stadt eingefangen. Ja, wir haben uns so kleine Gassen gesucht, die schön Tiefe haben und viel Licht im Hintergrund haben. Und dann hat auch der liebe Andi noch geholfen, den Tobi von der Seite anzuleuchten. Das sieht man hier auch ganz gut durch das Gitter durch. Hier so anlehnen an so einer Wand. Ja, genau da. Ja. Super. Oh, sehr schön. Und was die Bearbeitung betrifft, da habe ich ganz, ganz viel, wie auch schon im letzten Video drüber gesprochen, mit den KI-Masken von Adobe Lightroom gearbeitet. Das sieht man hier, weil auch die Farbe vom Vordergrund und die Farbe vom Hintergrund sich ein bisschen unterscheidet und ich so beides gut belichten konnte, beziehungsweise nachträglich noch besser belichten konnte. Ja, und dann sind wir einfach weitergezogen und bei jeder Location, die gut aussah, haben wir uns dann wieder kurz aufgehalten. Ganz wichtig ist, gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist und in Tokio unterwegs ist, möglichst wenig Fotos an einer Location und schnell weiterziehen, weil Leute wollen ja auch nicht gestört oder aufgehalten werden. Deshalb immer nur ein paar Bilder, zack, weiter geht's. Hier hat sich dann der Tobi kurz auf eine Treppe gesetzt und dann auch kurz auf so einen kleinen Kühlschrank. Und man sieht auch hier gut, dass wir einfach versucht haben, spontan schnell die Location zu wechseln. Mega, mega cool war es, dass der Andi dabei war zum Leuchten und auch der Dani für die Videoaufnahmen. So konnte ich natürlich bestmöglich mich auf die Fotografie konzentrieren. Und es ist natürlich cool, wenn jemand anders einfach noch mitschaut und guckt, okay, ist das Gesicht gut beleuchtet, strahlen die Augen, wie sieht der Hintergrund aus? Das macht einfach mega Bock. Also deshalb an der Stelle nochmal herzlichen Dank euch beiden. Oh, hier ist auch cool, gell? Ja, cool, ist überall cool, ja. Los, jetzt guck mal zu Dani. Ja. Ja. Ja, der Tobi hat dann auch mal Andi seine Jacke ausgeliehen, die braune hier nämlich, damit wir einfach so ein bisschen den Look abwandeln. Ja, hängen lassen, ja genau. Sehr gut. Noch mal zu mir mit der Nase. Schön, kommt gut mit der Jacke auch. Oh ja, das passt voll gut, das ist echt gut, ja. Hier haben wir so eine coole Treppe entdeckt und da dachte ich, ach cool, ich probiere das mal mit Weitwinkelfotografie. Habe hier dann wieder mal das gute alte 14 mm genommen. Grundsätzlich habe ich hier übrigens auch fast alles mit dem 28-70 bzw. mit 28-70 und 14 mm fotografiert, weil ich gerade finde, wie ich auch schon im anderen Video gesagt habe mit den Citybildern, ich finde einfach in der Stadt braucht man mehr Hintergrund, damit man einfach die Location erkennen kann, damit man die Lichter besser einfangen kann, damit einfach das Bild mehr lebt. Finde ich auf jeden Fall viel cooler. Trotzdem natürlich hat man dann die Gefahr, dass man mehr Gerümpel im Hintergrund hat und dann später mehr Photoshoppen muss, aber naja, ein Tod muss man sterben. Waren wir hier noch bei diesem Steakhouse, glaube ich. Und auch hier wieder dank Andi, gutes Licht im Gesicht.
und dann sind wir noch zu dieser Tempelanlage gegangen und haben da noch ein paar Fotos gemacht. Und ganz ehrlich, ey, schaut euch mal, ich schäme mich fast ein bisschen, schaut euch mal die Vorherbilder an, bevor das bearbeitet ist. Das ist echt krasser Unterschied. Also ich habe schon überlegt, ob ich beim Bearbeiten meine Reaction fotografieren soll, weil das einfach so krank ist, was ich jetzt machen kann, dadurch, dass ich eben den Vorder- und den Hintergrund getrennt bearbeiten kann. Und was ich hier auch noch erzählen wollte, ist, wie krank dieses neue AI-Entrauschen von Lightroom ist. Das ist auch total crazy. Und ich, also, da frage ich mich echt, was fotografiere ich hier eigentlich noch? Also Entschuldigung, falls ihr jetzt an meinen Skills zweifelt, kann ich nachvollziehen, weil es ist wirklich unglaublich, was auch das automatische Entrauschen alles macht, ey. Gehen wir noch ein bisschen zu dem Tor. Ja, so war cool gerade eben. Ja, cool. Ah ja, so ist besser, Andi, genau. Eine in die Hosentasche. Ja, die, genau. Ja, und hier natürlich auch wieder, wie ihr seht, hier haben wir das 14 mm wieder verschiedene Winkel ausprobiert, aber grundsätzlich eher weitwinklig. Und was ich auch probiert habe, das sieht man hier bei den Bildern, ab und zu mal versucht, Langbelichtungen zu machen, dass die Leute durchs Bild laufen verschwommen sind. Das ist A, wieder gut für die Anonymität und B, ist es auch cool für den Look, wie ich finde. Und das ist natürlich auch ganz cool. Die Kamera hat einen stabilisierten Sensor. Das heißt, ich kann relativ einfach aus der Hand etwas länger belichten. Natürlich sind da immer ein paar Ausschüsse dabei, klar. Aber nicht alle. Und es funktioniert aus der Hand meistens. Also ich würde sagen, so ein Drittel kann man benutzen. Viele von den Fotos habe ich übrigens auch nachträglich noch in Photoshop bearbeitet, weil wie ihr seht, sind ja immer wieder viele Leute im Hintergrund unterwegs und ich will ja weder denen ihre Privatsphäre verletzen, noch störende Elemente im Foto haben. Deshalb haben wir immer wieder in Photoshop mit den neuen, in der Photoshop-Beta-Version mit den neuen Funktionen zum Füllen jede Menge Leute aus dem Hintergrund rausgepubelt. Das hat echt erstaunlicherweise ohne Probleme funktioniert. Und ich hatte immer gute Auswahl, das seht ihr auch hier. Ich habe das nämlich abgefilmt, wie ich die ganzen Photoshop-Aktionen dann noch durchgezogen habe. Sind auch brutal cool geworden mit den bewegten Leuten, mega, mega schön. Und dann die, wo keine bewegten Leute drin sind, die sind rausgefotoshoppte Leute. Und dieses Bild hier mit der Spiegelung am Boden habe ich einfach in Photoshop eingegeben, Wet Floor. In der Photoshop-Beta und dann wurde mir dieses schöne Bild einfach künstlich generiert. Ob man das jetzt cool findet oder nicht, will ich an der Stelle gar nicht diskutieren. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und ja, klappt auch ganz gut. Nicht perfekt, aber ziemlich cool. Super, sehr gut, Tobi. Du kannst den Oberkörper mal noch, kannst du noch ein bisschen die Pose ändern? Ja, genau. So, wir haben es jetzt soweit geschafft. Wir haben ein paar Neon-Locations mitgenommen. Was machen wir sonst noch in Tokio gerade, Tobi? Ja, wir drehen eine Dokumentation hier in Japan über das Thema Gleichberechtigung und Feminismus. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was dabei rauskommen wird. Da bin ich mir sicher. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Jetzt sind wir fast fertig. Das ist jetzt die letzte Woche. Wie hast du uns so unterstützt? Ich habe bei den Interviews geholfen, also ein bisschen auf Japanisch die Fragen stellen, auf Japanisch zuhören, umfragemäßig haben wir ein paar Sachen ja, gemacht. Ja, genau. Also der Tobi kennt sich richtig gut bei uns mit Umfragen und kann so richtig, hat ein gutes Gefühl für das japanische Wesen und wie die Japaner so drauf sind und hat natürlich den wunderbaren YouTube-Kanal, den müsst ihr unbedingt angucken, den Mr. Nippon, ich verlinke den auf jeden Fall. Thanks. Das war's mit dem Video. Erstmal herzlichen Dank an Tobi fürs Mitmachen. Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke fürs Model. Du hast es sehr gut gemacht. Danke an Dani und Andi für die große Unterstützung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde, man sieht einfach, dass die AI-Technologie in meinen Alltag als Fotografin ziemlich krass reingekommen ist. Und es macht mir aber auch sehr viel Spaß. Und
ich kann einfach die Wirkung der Bilder noch extremer bearbeiten und ja, ist einfach eine coole Sache. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.